fade away, as you fade away. Ich hab geschlafen, Mann. Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich hab Rechte! Ich sag dir was. Wenn du ein Münztelefon findest, darfst du einen Anwalt rufen. Was Neues bei den Aufklärungsdaten? Ich versuche noch den Datenstrom abzugreifen. Ich brauche eine Minute. Entschuldigung, das Büro der Präsidentin meldet, dass 3 DevGrew-Teams einsatzbereit sind. Danke, Olli. Man soll auf unser Zeichen warten. Weißt du was, gib her. Von dort ist das Geld auf mein Konto gekommen. Ist überwiesen worden. Irgendwelche Infos zur möglichen 4. Position? Die Analyse wurde gerade beendet. Das Geld kam vermutlich aus Mirawa im Ost-Irak. Grim, ich bekomme keine Bilder. Okay, Sekunde. Wir zweigen Satellitenbandbreite der NRO ab. Das größte der 4 Lager, die wir gefunden haben, ist stark befestigt. Herhören! Wir können nur hoffen, dass Kobins Käufer in Mirawa ist. Ich wollte schon vor einer Stunde im Einsatz sein. Charlie, überprüf die Satelliten und markiere alle Waffen, Fahrzeuge und Männer im Lager. Ich will selbst über Erbsenpistolen informiert werden. Alles klar. Briggs, Überwachungsdrohne vorbereiten. Okay. Grim, sprich mit DevGrew. Die greifen die anderen Lager an. Wir übernehmen Mirawa. Keine Zeit für Vorbereitungen, Sam. Sobald wir über dem Lager sind, will ich im Einsatz sein. Du gehst alleine rein? Ist nichts Persönliches. Lief mir so holprig in Benghazi. Ich will, dass du den Hubschrauber steuerst. Nicht, dass ich gefragt worden wäre, aber das da unten sind üble Penner, stimmt's? Wenn ihr die erledigen wollt, wieso werden sie dann nicht einfach weggebombt? Hast recht. Dich hat niemand gefragt. Uns geht's nicht um Leichen, sondern um Informationen. Schafft ihn weg. Auf geht's. Ich wollte nur... Okay. Fallschirm geöffnet. Briggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. So, willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Und ja, unser Sam Fisher ist ein wenig leicht. Jetzt sind ein wenig angestrauchelt oder angepieselt, weil... Ja, der Auftrag mit dem Corbin ist ein wenig so leicht, jetzt sind ein wenig leicht aus dem Ruder gelaufen und... Ja, jetzt müssen wir der Hanne irgendwie... einen Stützpunkt der Rebelle untersuchen. Oder infiltrieren. Und... jetzt müssen wir der Hanne irgendwie, um Sam Fisher der Hanne irgendwie den Weg freiballern. Er ist tot. Ziel vernichtet. So, machen wir mal die nächste weg. Er ist tot. Treffer. So, boah, das war jetzt aber auch gerade mit Dusel, als ich verstanden hatte gerade. Feind erledigt. Hab ihn. Okay, der nächste ist auch weg. Jetzt wird gerade denkt, der lebt noch. So. Treffer. Du kannst weiter vorrücken, Sam. Verstanden, Briggs. Gut gemacht. Grim, ich bin jetzt unten, rücke vor. So, jetzt sind wir mal wieder zurück auf dem Boden und auf dem Boden der Tatsache. Sam, auf den Wärmebildern der Drohne sind Gegner zu sehen, die sich flussaufwärts in einem Haus treffen. Charlie, brauche Aufklärungsmöglichkeiten. Wir müssen Kobins Käufer finden, bevor man mich entdeckt. Hab einen Tricopter mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei Ben hier? Um Länge. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Na gut, aber 50 Meter, das ist natürlich auch schon ein Stück, wo wir da eigentlich irgendwann zum Ziel draus sind. Also da müssen wir echt wirklich schon gewaltsmäßig werden. Also ich hab schon gedacht, die Technik wäre besser heutzutage. Aber mal gucken, was uns da Hanna jetzt erwartet. Und was die Rebelle da Hanna so sagen, weil so wie es aussieht, unser Missionsziel ist halt einfach, dass man halt unbemerkt bleibt und nicht entdeckt werden. Also es kann auf jeden Fall halt spannend werden. Das ist halt echt ein wenig ungewohnt. Der Herr Sam Fisher im Tageslicht zu sehen. Sam, ich orte gegnerische Einheiten entlang deiner Route. Sie dürfen dich nicht sehen. Denn... Danke, Grim. Es ist halt einfach, der Herr Fischer, der ist halt eindeutig keine Tageseule. Der ist eindeutig eine Nachteule und es bleibt das so. Effekt und
کنی آمریکا یا دارن میان؟ البته که دارم. جلیل کنم دارم. نگو. فکر میکنی واسه حمله آماده ایم؟ میدونیم که دارم میان. وضعیت دفاع ما خوبه. کامیون، تفنگ، همه چی. البته که ما آماده ایم. فکر میکنی امکانات ما کافی باشه؟ اوکی، از دی یونگز تا هنده. برو بدون تو حال ما بهتر. فقط میخواستم نظرتو بدونم. بکنم وقتی جنگ شروع بشه تو بره قایم. سنده هنده ایگو. خوبه. Okay, mein zwei steckt da Hanne auf dem Radar. Der eine läuft jetzt, so wie es aussieht, läuft der eine jetzt gerade links rum. Wo zuckelt denn der andere hin? Kommt in unsere Richtung. So wie es aussieht. Ja. Hab's mir doch fast gedacht, dass der dann in unsere Richtung kommt. Lege mal dich mal schlafen, Kollege. Weil nicht, dass du uns da noch Problemchen verursachst. Okay, der andere. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo der hin ist. Wo ist der Kollege? Ich will jetzt nicht, dass der da Hanna irgendwas. Ach, da ist er doch. Dass der uns da Hanna irgendwelche Probleme macht. Clickhead. Bleibst du? Na gut, bleibst mal ohne den Eck. Da bist du nämlich einmal frei hüpfen, oder? Und mir macht der Schleicher durch die Tür. Sam, das ist eine gute Position für einen Trikopterstart. Dann gehen wir gleich Helikopterflieger, würde ich sagen. Es geht los. Okay, Sam, bring den Trikopter etwas näher ran, damit wir die Stimme sauber hören können. Okay, 50, also 50 Meter, das ist schon gut, was? Ich weiß, dass der Kollege da einen baldigen Abflug macht, aber nicht in meine Richtung. Ach, komm schon, du musst jetzt nicht der Erste der Hanne nachdrucken. Schleichen wir uns halt so durch. Mal gucken wir, dass man so weit wie möglich oben an der Decke bleibt. Dass man nicht auffallet. Also Leute, wie weit sollen wir denn noch runter? Das ist mir nicht so ganz geheuer. Gut, Audio wird übertragen. Weiter so. Suche nach Treffern. Nicht gut genug? Was soll das heißen, nicht gut genug, du? Okay. Oh, Scheiße! Mary! Sam, angeblich soll die Gesichtserkennung viel zuverlässiger sein. Sam, die Bilder der Drohne zeigen mehrere Zugangspunkte an der Seite des Gebäudes. Sag ja. Wenn man sich halt immer auf die Technik verlassen soll. Das ist halt nichts. Aber ich verlasse mich jetzt, wir gehen jetzt nicht direkt durch den... Okay, nicht daran durch den Weg da, ne? Durch die Tür, weil... Das gibt sonst nur Probleme. Komm schon.
ein Gleichstand. Ich hoffe jetzt bloß nicht, dass der... Ich kann da halt echt in die Ecke gucken. Ich höre zwar Schritte, aber ich sehe den nicht. Das ist jetzt gerade mein Problem. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob ich da rüberkomme an das Fenster. Ich will jetzt alle. Da jetzt aber echt ein Durchrennen da, ne? Der Hanne ist nämlich der nächste, der Hanne, der kommt. Okay. Okay, also das ist definitiv nichts. Komm mal ganz. Komm mal da rüber, Kollege. Klettern wir mal aus dem Fenster. Weil. Das ist immer. Eine Menge sicherer. Okay, dahinter war, glaube ich, irgendwo der Laptop. War dahinter? Dahinter war, glaube ich, niemand, glaube ich. Ich muss sagen, warum wir das bringen wir in den Laptop. Aber kommt jetzt der Typ her. Habe ich die Tür aufgelassen? Das ist aber brutal Duselgett, Leute. Okay. Okay, Herr Fischer. Nimm irgendwie Schieße in die Hand. Okay, der Herr Fischer ist, glaube ich, gerade wegen aufgeflogen. Okay, zwei Mann. Ura! Nuri, پشت بام بفرست! دارم میام به سمت تو. Hey, ich brauche hier Hilfe. Packen wir es an. Okay. Also man macht es halt gerade, man macht es gerade echt ein wenig spannend. Warte mal, wo war denn der Laptop jetzt eigentlich? War der Laptop ein Stock höher, glaube ich? Ich glaube, da war ein Stock höher, glaube ich. Weil das hätte mich ja schon interessiert, was auf dem Laptop drauf ist. Sorry. Da war ein Stock tiefer. Aber egal. Da kommen wir ja gar nicht hin, oder? Ne, da kommen wir nicht hin. Thank you.
Schöne Grüße von Corbin. Hey, warte einen Moment. Stopp! Du Arschloch! Ich gehöre zum MI6. Drei Jahre Undercover-Arbeit. Und du versaust den ganzen Scheiß. Wie lautet deine Aktivierungskennung? 757 Bravo, Victor 9, Oscar 98. Scheiße, ich glaube, du hast ihn gebrochen. Grimm, hast du mitgeschrieben? Ist angekommen. Okay. Wer hat dich geschickt? Die CIA? Die Kennung ist veraltet. Ich brauche einen Retina-Scan. Ich will mit dem Boss reden. Komm, gehen wir. Du redest bereits mit ihm. Verdammt, was machst du? Sein Name ist Yadid Haidos. Er war beim MI6, aber jetzt nicht mehr. Er ist vor 5 Jahren als Doppelagent enttarnt worden. Keine weiteren Spielchen, Jadid. Blacklist. Rede. Oh, ihr gottverdammten Amis. Immer spielt ihr Cowboy. Schinde keine Zeit. Ihr seid zu spät. Sam, gerade werden große Datenmengen aus dem Gebäudeteil über dir verschickt. Was plant ihr? Wir planen nicht mehr. Es wird längst ausgeführt. Wenn du hier bist, bin ich schon tot. Scheiße. Was zum Teufel ist passiert? Er hat sich umgelegt. Ach du Scheiße. Die Daten kommen aus einer Kommunikationszentrale oben im Dorf. Such nach einer großen Satellitenanlage. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.